könnte es sein? Das letzte Rätsel. Das Wissen regt sich in meinem Hinterkopf. Hey, hey. Ich fühle mich so energiegeladen. Ja, tu rein da. Willst du der Ratchet zu sich sagen? Tief Luft holen. Ich muss daran denken, dass ich bis hierher gekommen bin. Und statistisch gesehen ist es wahrscheinlich, dass ich den Rest auch schaffe. Ja, jetzt kommen die hier drauf und ich komme, wenn ich nicht gerade runterfalle, da hinten dran. Ich habe viel erreicht, seit ich in diese Dimension gekommen bin. Und ich mache weiter. Diese Anomalie wird mich nicht aufhalten. So, jetzt ist die Frage. Ups. Wie komme ich am besten da hoch? Na. Ja. So nicht. Ah, warte, ich muss doch eigentlich nur die abschalten. Ja, dann bin ich mich wieder hier oben. Nee, aber schon die richtige Kugel auch haben. Und zwar die Blitzkugel. So. Ich kann es schaffen. Ich werde es schaffen. Gib her. Die Kollegen müssen jetzt aber eigentlich ganz woanders hin. Die Frage, wie leite ich die da weg? Ach, warte mal, ich habe eine Idee. Machen da die Speed rein. Nein, die Speed. Nee, das war die Speed. So. Ne, die knallen die direkt dagegen. Da müssen wir die Speed reinmachen, da hinten. Die Schwerkraftkugel, ne, nicht Schwerkraft, sondern Hebekugel dahin. Die Tempokugel dahin. Dann bräuchte ich jetzt. Da oben ist auch noch was. Ich kann sagen, warum landen die denn jetzt so schief? Aber okay, dann komme ich ja auch dahin. Upp. So. Blitzkugel. Hier rein, damit ich darüber komme. Dann habe ich mich die hier. Wir müssen auf jeden Fall erneut gegen den Imperator kämpfen, aber dieses Mal wird er uns nicht überraschen. Puh. Da müsste die Schwerkraft rein. Nein! Wollte die Kugel hier wieder haben. Hä? Ah, da oben, genau da rein. So. Da müsste jetzt nochmal. Also Elektro kommt definitiv da rein. Reicht das mit Speed? Ah, ne, ist ja die Sprung. Ja, geschafft. Okay. Dann sollten wir jetzt die Karte kriegen. Und wir kriegen auch
bald die Dimensionskarte. Oh. Läuft alles gut für uns. Da war die Karte. Ratchet, ich hab sie. Hurra! Jetzt her damit, sonst schicke ich den Kopf deines Freundes auf Torrent 4. Keine Sorge. Ich veranstalte ein Public Viewing meiner Eroberungen im Sodom-Gefängnis. Komm schon, Kit. Wir müssen... Fliehen? Das ist die letzte Chance, ihn zu stoppen. Tut mir leid. Jetzt willst du es wohl erfahren. Ups. Nicht gut. Noch ein Job. Ja, das war's. Hey, Sordun. Schon etwas her. Hoffentlich sind hier draußen keine Wachen. Das Verarbeitungszentrum sollte direkt da vorne sein. Bitte seid noch da, Leute. Tja, ich habe jetzt hier wieder eine Aufnahme und ich hätte eigentlich jetzt gerade noch mal vorher geguckt, ob ich den Sound von den Gesprächen, was die hier sprechen, halt manuell einstellen kann. Aber das geht nicht. Das ist total kacke, weil ist das... Also jetzt hier Sprachlautstärke da. Ach, guck mal, da geht ja doch. Okay, ich konnte es in der Voreinstellung nicht machen, bevor ich das Spiel gestartet habe. Ja, es ist halt Sprachlautstärke ist auf volle. Ist natürlich jetzt blöd. Ich wollte das eigentlich gerne ein bisschen lauter haben im Vergleich zu dem anderen Sound. Weil ich fand das einfach im Verhältnis in der Aufnahme zu leise. So hier das Geschlage, der Kampf und so. Vollkommen okay. Es kommt langsam alles wieder. Ich glaube, das wirkt in der Aufnahme tatsächlich krasser der Unterschied als jetzt hier. Ja, toll, Overwatch aktualisiert. Sehr schön. Aber diese dummen Einblendungen, ey. Ja, also. In der Aufnahme wirkt das Gespräch hier wesentlich leiser als so, wie ich es jetzt im Verhältnis zu dem Ganzen höre. Wo es ja eigentlich für euch genauso sein muss wie für mich. Tja, Misokon, was hast du denn, Sweetie? Nichts Neues. Okay, ansonsten, das hatten wir. Friedensstifter ist komplett. Ich glaube, sonst habe ich alle Waffen, die ich benutze. Ah, ne, hier noch nicht. So. Die ist wirklich sehr beliebt. Supernova-Sturm. Haben wir jetzt auch noch upgraded. Dieses Goldstück. Ich glaube, den Vollstrecker können wir auch locker machen.
Komm, machen wir das auch einfach noch aus Prinzip. 18. Bäm. Und für das hier sind 2, 5, 6 Stück, wenn ich das richtig sehe. Die uns da noch fehlen. Ah ne, da sind auch nochmal 3. Also 9 Stück. Nein, das sind 4. Hier sind 4, also 8, 10. 10 Stück gibt es da noch. 10 sollten wir uns also dann auf jeden Fall aufheben, damit wir den auch voll machen können. Sugar. Das Verarbeitungszentrum. Bestimmt halten sie Ratchet und Clank dort fest. Und. Moment, ich kann gleich sofort mit euch reden. Ich muss dafür so eingrillen. Ich werde dich vernichten. Okay, ich dachte schon, weil die nichts sagten, dass die mich vielleicht in Ruhe lassen. Quasi so ein bisschen undercover mich hier reinschleichen. Kein Alarm. Jetzt muss ich irgendwie zum Verarbeitungszentrum. Schotten von Schiffen. Davon habe ich immer geträumt. Und davon den Imperator Klauen zu schütteln. Davon auch. Was für ein herrlicher Ort das ist. Ich hoffe, dass sie nicht zerstören. Tja, du wirst du nicht mehr erleben. Ich finde das so lustig, was die teilweise einfach so von sich geben, die Gegner. Wenn die denken, sie sind alleine. Boom. Ich hätte eigentlich gedacht, das wäre hier optional. Müssen wir aber anscheinend an den Computern überall ran. Jetzt gehen wir mal zurück, weil den da hinten habe ich ja nicht eingeschaltet. Weil ich dachte, hier durch diese Dinger durchzugehen, ist halt nur für das Ranitarium oder für den Golden Bolt halt. Nicht, dass das hier quasi Pflicht ist, hier durchzugehen. Der richtige Weg. Nämlich, wenn ich jetzt hier in die Konsole gehe, dann würde ich irgendwas triggern, dass ich nicht mehr dahin komme. Aber okay, dann müssen wir anscheinend hier mehrere Sachen einstellen. Jetzt kommen wir ja tatsächlich damit darüber. Ah, schon komisch. Ich gehe jetzt trotzdem erstmal hier lang. Eine Schrottplatzstörung wird gemeldet. Sicherheitspatrouille 110. Ja, hier wird auch noch eine Kiste, ne? Okay, das ist drauf rumklettern. Oh, komme ich da rauf? Nein. Das schon, da wäre jetzt auch noch ein Golden Bolt versteckt. Sie sind ja schon echt arm dran, die haben keine Chance. Doch, das ist auch so ein Golden Bolt. Also ist das doch hier fast optional. So. 15 von 25 habe ich jetzt. Hat nicht gereicht. Gut, dann müssen wir also dann doch da lang. Ich finde dieses phasenverschiebene Springen ziemlich cool. Das finde ich ziemlich mega. Da, guck mal da. Da. Einfach mega. Die Lombax-Rebellin ist hier direkt vor euch. Aua, die mich erwischt. Aber nicht schlimm. Ja, da oben kommen wir ja weiter. Das habe ich ja mit dem Terminal da freigemacht.
Ah, nochmal ran, Itarium. So. Sprung verkackt. Schön hier mit Lüftungsschacht. Das sieht mir so nach Golden Bolt aus, so wie das hier leuchtet. Ja, so irgendwas generell so gelblich am Leuchten. Hm? Also ich muss vielleicht hier jetzt hier. Nein, auch nicht. Okay, kann es sein, dass ich nur ein Versteck für Ranitarium war? Ah, ich glaube, ich muss hier lang. Ich erinnere mich gerade an mein Far Cry Let's Play, Far Cry 6. Da musste ich auch solche Räderventile zumachen, weil da Gas durchgeströmt ist. Da ist Clank, aber kein Ratchet. Kann auch schon mal Clank retten. Ja, ich hol doch Ratchet. Oh. Haben wir noch so einen Roboter hier. Ja, das werden wir wahrscheinlich so jetzt nicht mehr schaffen. Ich glaube nicht, dass das Spiel noch so lange geht, dass ich 5 Stück finde. Da, so kommt Gefängnis. Auf dem ständig stürmischen Visseron befindet sich das gefürchtetste Gefängnis der Galaxie. Sordum. Vor dem Aufstieg vom Imperator Nefarius sperrte man dort Mörder, Despoten und Monster ein. Nun ist es bis zum Rand gefüllt mit mutmaßlichen Mitgliedern des Widerstandes, tatsächlichen Mitgliedern des Widerstandes und jedem, der den Imperator irgendwann mal schief angeschaut hat. Die Überbelegung ist ein ernsthaftes Problem, aber die Aufseherin bedient sich einer neuen Strategie der Häftlingsreformierung mit einem Spießrutenlauf aus stampfenden Kolben. Ja, nee, klar. Muss ja sein. Mann, diese Beute ist es nicht wert. Wir müssen hier ausbrechen. Alter, dein Bizeps würde da niemals durchpassen. Hast du recht? Danke. Ist hier schon offen. Wo seid ihr, Leute? Definitiv nicht, Clank. Nicht? Jemanden gesehen, der so aussieht wie ich? Nein? Oh. Hey, das waren doch alles eigentlich seine Leute hier. Wehe, du willst an meine Beute. Ganz sicher nicht. Da ist Clank. Sie wollen